Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen OMSI 2 Tutorial Folge. Heute zeige ich euch mal, wie man die OMSI alternative Icons installiert. Und zwar habt ihr hier die Datei. Der Link ist in der Beschreibung. Ich bin nicht auf der Seite drauf, weil ihr seht, Internet ist mal wieder weg. Yay. Und ja. Wenn ihr das Ganze entpackt habt, dann habt ihr hier drei verschiedene Symbole. Ja, wie ändert man das Ganze um? Ihr geht auf Computer, euren Festplatte, Steam, Steam Apps, Kommun, OMSI 2. Und dann kopiert ihr euch einfach hier OMSI Editor, OMSI Alternative oder halt alle drei Dateien. Ich kopiere jetzt nur OMSI Alternative. Füge das hier ein. So, und dann öffne ich hier mit, also klicke ich rechts, ich mache Rechtsklick, gehe auf Eigenschaften und dann auf anderes Symbol, durchsuchen und dann gehen wir hier auf OMSI 2 Hauptverzeichnis und scrollen runter und sehen dann hier halt OMSI 2 Alternative und klicken dann auf Öffnen. Dann auf OK, übernehmen und nochmal OK und dann habt ihr das neue Icon installiert. Das gleiche funktioniert auch bei Steam. Ne? Falls ihr meint, oh, ich möchte gerne ein anderes Steam-Symbol haben, ne? Könnt ihr gerne machen. Und hier habt ihr halt alle drei nochmal in Übersicht. Ich werde das Ganze natürlich wieder zurück machen und ja, falls ihr jetzt fragt, ja, wie kriege ich das zurück? Gibt es da noch einen anderen Weg? Ihr könnt auch über Steam das Ganze zurücksetzen. Und zwar geht ihr auf Spiele, dann geht ihr auf OMSI 2, macht Rechtsklick und dann klickt ihr hier halt Desktop-Verknüpfung erstellen. Klickt da drauf, dann auf OK. Und dann sollte es funktionieren. Man muss bedenken, man muss vorher die Datei, also man muss vorher das hier löschen und dann auf Desktop-Verknüpfung erstellen gehen. So. Nein, eben nicht. Okay, ich bin blöd. Tut mir leid. Wenn ihr das zurückhaben wollt, dann geht auf anderes Symbol durchsuchen und wählt euch hier einfach hier OMSI aus. Ganz einfach. Dann klickt ihr auf Öffnen. Dann auf OK, übernehmen, OK und so. Dann habt ihr es wieder zurück. Tut mir leid für diesen kleinen Patzer. Es ist spät. Also wie gesagt, wie man das Ganze installiert. So, das war's vom Tutorial. War halt ein bisschen sehr kurz heute. Aber jemand hatte den Wunsch und diesen Wunsch wollte ich halt gerne in Erfüllung bringen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Also macht's gut, euer Trainer OMSI TV. Tschüss.